zusammenbleiben, freundlich bleiben, oben bleiben. Darüber will ich heute etwas sagen. Bei einer der Montagsdemonstrationen sprach ein Redner vom Fass Stuttgart 21, das überlaufen wird. Ja, er hat recht. Stuttgart 21 steht im Regen und das Fass wird überlaufen. Nur keiner von uns kann sagen, bei welchen Tropfen das Fass überlaufen wird. Zum Beispiel, wenn die Planfeststellung für die Filderstrecke und den Flughafenbahnhof scheitert, wenn die zusätzliche Grundwasserentnahme und der Düker nicht genehmigt werden, wenn die Bahn kein genehmigungsfähiges Sicherheitskonzept für den Brandschutz vorlegt, wenn der lang erwartete Bericht des Rechnungshofs, des Bundesrechnungshofs, zu höheren Kosten kommt, wenn unser Bürgerbegehren eine Bürgerabstimmung die Mehrheit findet, da möchte ich Sie bitten zu unterschreiben, ich bin da einer der Vertrauensleute, dass wir dafür eine Mehrheit zustande kommen, dass dieser Bürgerentscheid zustande kommt. Also wenn einer dieser Tropfen, und ich habe nur einige geschildert, das Fass zum Überlaufen bringt, nun, der letzte Tropfen könnte auch die Unfähigkeit der Deutschen Bahn sein, dieses monströse Mammutprojekt genehmigungsfähig zu planen und zu bauen. Was lernen wir aus all dem? Was gegen Stuttgart 21 und für Kopfbahnhof 21 unternommen wird, ist wichtig und notwendig. Keiner von uns weiß, welche der vielen Initiativen, welche der vielen Aktionen der letzte Tropfen sein wird. Deshalb wollen wir fröhlich und zuversichtlich unsere Ideen und Aktionen weiterverfolgen, in der Gewissheit, dass S21 schlussendlich scheitern und K21 oben bleiben wird. Ein Wort zur Volksabstimmung 2011. Die Behauptung, mit dieser Volksabstimmung seien alle anderen Fragen erledigt und jetzt werde gebaut, diese Behauptung ist schlicht falsch. Denn die Volksabstimmung setzt nicht das Planungsrecht außer Kraft. Die Volksabstimmung setzt nicht das Haushaltsrecht außer Kraft. Auch nicht das Strafrecht. Und wir haben ja an Herrn Pofalla inzwischen Strafantrag gestellt wegen Untreue. Die Volksabstimmung setzt keineswegs die Sicherheits- und Brandschutzvorschriften außer Kraft. Es wäre gut, wenn die Presse, Rundfunk und Fernsehen darüber einmal berichten würden. Ich teile ja unsere Kritik, die Kritik aus unseren Reihen an der Volksabstimmung, aber es lohnt nicht, darüber zu streiten. Die S21-Befürworter werden schon noch merken, wie viel die Volksabstimmung wert ist, wenn einer der Tropfen, die ich genannt habe, das Projekt zum Scheitern bringt. Wir müssen uns vertragen und zusammenbleiben. Natürlich gibt es in einer Volksbewegung, so wie in einer politischen Partei, Meinungsunterschiede, Konflikte, Streit über den richtigen Weg, Fundis und Realos, Übereifrige und Skeptiker. Wir brauchen sie alle. Auch wenn dabei einige der Gruppierungen unterschiedliche Wege gehen, bleibt unser gemeinsames Ziel, Stuttgart 21 zu verhindern. Deshalb müssen wir untereinander verträglich sein, uns gegenseitig respektieren und den breiten Konsens für gemeinsame Aktionen suchen. Rechthaberische Alleingänge nach dem Motto, wir sind die Aktiven, wir sind die Besten, wir machen das, was wir wollen, die anderen kümmern uns nicht, das sind nicht hilfreiche Antworten. Eine Volksbewegung muss lernfähig sein, muss aus den eigenen Aktionen und Argumenten, auch aus den eigenen Fehlern lernen und sich nicht aufgeregt aktionistisch verhalten, sondern rational. Die Arbeit geht doch weiter. Zum Beispiel die Arbeit der Architektinnen, die Arbeit der Geologen, der Ingenieure, der Juristen, die Arbeit des Montags-Demo-Teams, die Arbeit der Mahnwache,
die Arbeit der Parkschützer und die Arbeit für die Informationen von Herrn Zuleger, durch Flügel-TV, durch Fördpress und von Timo Kabel, die Arbeit im Aktionsbündnis, die Arbeit von Leben in Stuttgart, die Arbeit im VCD, im Bund und in den Netzwerken der tunnelgefährdeten Stadtteile, das geht doch alles weiter. Und für diese Aktion sollte gelten, wir wollen freundlich, nicht rechthaberisch miteinander umgehen. Die große Mehrheit der Gegner von Stuttgart 21 und Befürworter von K21 will friedlich und gewalttätig, gewaltfrei. Das war der große Volk, der und schließlich meine ich, wir müssen freundlich bleiben und in Stuttgart mehrheitsfähig sein. Bei Umfragen äußert sich eine Mehrheit der Stuttgarterinnen skeptisch zu Stuttgart 21. Daraus wollen wir eine solide, tragfähige politische Mehrheit gegen S21 machen, durch Argumente, vor allem durch Zeigen der Alternative. Denn wir sind ja nicht nur gegen S21, wir sind für einen sanierten und ertüchtigen Kopfbahnhof. Ich verstehe, dass manche unter uns wütend und laut sind, aber mehrheitsfähig werden wir nicht mit unserer Wut, nicht mit Geschrei und Lärm, sondern mit klarem Kopf. Wir sind eine ernsthafte, friedliche Bewegung, keine Tea Party. Die harten S21-Befürworter sind unbelehrbar und sie pöbeln herum, weil sie keine Argumente haben. Wir haben Argumente, gute Argumente. Wir müssen niemanden beschimpfen. Wir wollen vielmehr die vielen Stuttgart 21 skeptischen Bürgerinnen freundlich überzeugen, statt sie zu ärgern und zu provozieren. Wer meint, er müsse sich über die Anweisungen der Polizei und der Gerichte hinwegsetzen und demonstrieren, wo er will, der irrt. Denn wir kämpfen doch nicht gegen die Polizei, sondern gegen S21 und K21. Und es geht nicht darum, was uns Spaß macht, was uns gut tut, sondern es geht darum, wie und mit welchen Aktionen wir möglichst viele Menschen erreichen und überzeugen. Und in dem Maß, in dem jetzt schrittweise deutlich wird, was da alles an schrecklichen Entwicklungen auf Stuttgart zukommt, auf den Verkehr Stuttgarts, werden uns die Bürgerinnen unserer Stadt glauben und sie werden mit unserer Hilfe erkennen, dass Stuttgart 21 schlecht für Stuttgart und schlecht für die Bahn ist. Ein Wort noch. Ein Wort noch zu den Parteien. Die Grünen machen Fehler, wie wir auch. Im Stuttgarter Gemeinderat agieren sie sachkundig und entschieden gegen S21, aber im Land wünsche ich mir die Grünen energischer. Aber es ist kurzsichtig, die Grünen zu beschimpfen, denn sie haben im Landtag nur ein Viertel, im Gemeinderat nur ein Drittel der Sitze. Das heißt, wie im Landtag, wie im Stuttgarter Gemeinderat, gibt es klare Mehrheiten für Stuttgart 21. Ich verstehe, dass Winfried Kretschmann die grün-rote Koalition nicht wegen Stuttgart 21 scheitern lassen will. Aber ich finde, die Grünen in der Landesregierung und im Landtag sollten sich nicht aus der Diskussion über S21 davonschleichen, sondern ihre Position deutlich vertreten. Ich frage die unter uns, die ständig die Grünen beschimpfen, warum redet ihr eigentlich so selten gegen die CDU oder gegen die SPD-Führung, die starrsinnig an Stuttgart 21 festhalten? Mit wem? Wenn nicht mit den Grünen und den SOS-Linken und hoffentlich einigen S21-kritischen Sozialdemokraten, wollt ihr denn politisch etwas bewirken? Es gibt übrigens in Stuttgart neben Stuttgart 21 auch andere Probleme, zum Beispiel fehlende Wohnungen, sanierungsbedürftige Schulen, fehlende Kindertagesstätten, die Energiewende, den Feinstaub und. Und da sind mir ein grüner OB
und eine grün-rote Landesregierung alles in allem doch deutlich lieber als eine schwarz-rote oder schwarz-grüne Mehrheit. Jetzt kommt die Gemeinderatswahl am 25. Mai und da müssen wir uns anstrengen und freundlich die Menschen überzeugen, damit die Pro-S21 Stadträte im Rathaus endlich ihre Mehrheit verlieren. Wer Mehrheiten will, braucht Zeit, braucht Kraft und braucht Geduld. Vor 45 Jahren wurde heftig um eine neue friedliche Ostpolitik gestritten. Später um die Anerkennung der DDR wurde der Paragraph 175 Strafgesetzbuch gestrichen. Glaubt ihr, das ging damals alles so hopp, hopp und von selbst? Das hat jahrelang politische Überzeugungsarbeit gekostet. Und wenn wir den Streit gegen Stuttgart 21 und für Hauptbahnhof 21, wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir, und ich hoffe, dass die übergroße Mehrheit von euch, von Ihnen, das auch so sieht, dann müssen wir zusammenbleiben, freundlich bleiben und oben bleiben. Vielen Dank, Peter Konradi. Es sieht gigantisch aus von hier oben. Der Marktplatz vor dem Rathaus ist voll.